In der Gemeinde Pleinfeld in Salzburg soll laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten erstmals der Nikolausbesuch im Kindergarten ausgeschlossen werden. Die Verantwortlichen des Kindergartens haben angeblich Diversität und kulturelle Unterschiede als Begründung für das Verbot angegeben. Zudem hätten einige Kinder Angst vor dem Besuch. Der örtliche Bürgermeister Wolfgang Ganzenhuber zeigt sich in den Salzburger Nachrichten überrascht von dieser Erklärung. Zumindest bei mir hat sich noch niemand darüber beschwert, dass der Nikolaus zu den Kindern kommt, wird er in dem Bericht zitiert, den auch Ö24 aufgegriffen hat. Ganz im Gegenteil, empörte Eltern hätten sich an ihn gewandt, weil niemand verstanden hätte, warum der Nikolaus ausgeladen worden sei. Ganzenhuber hat nach eigenen Angaben ein klärendes Gespräch mit der Leitung des Kindergartens geführt, woraufhin das Verbot aufgehoben wurde. Dennoch soll unter den Eltern abgestimmt werden, ob der Nikolaus in diesem Jahr den Kindergarten besuchen soll oder nicht.